Wir wollen die SPD führen. Wir wollen ihr helfen und allen Mitgliedern, die so Fantastisches machen, dass sie sich wieder zu Hause fühlen und dass sie sich für die SPD engagieren, damit sozialdemokratische Politik in Deutschland und in Europa wieder besser gestalten kann. Ich bin Gesine Schwan, ich bin in Berlin geboren, habe viel in der Wissenschaft gearbeitet und habe aber auch immer mich politisch engagiert in der Grundwertekommission und mit der SPD. Und ich glaube, dass ich das ganz gut voranbringen kann. Ich bin Ralf Stegner, bin gebürtiger Pfälzer, aber schon lange im Norden unterwegs, bin dort Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag, bin stellvertretender Bundesvorsitzender und habe Politikwissenschaft studiert, war viel in Amerika, habe vieles in meinem Leben erlebt und ganz vieles meiner SPD zu verdanken. Die SPD muss linke Volkspartei sein, die CDU gibt es schon, die braucht man kein zweites Mal. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass das Leben der Menschen besser wird. Wir müssen in klarer Sprache und mit Leidenschaft das ausdrücken, was wir richtig finden. Wir müssen nicht anderen gefallen wollen, sondern das mehrheitsfähig machen, wofür wir selber eintreten. Darum geht's. Und dann hilft das übrigens auch gegen die Rechtspopulisten, wenn sich die demokratischen Parteien stärker unterscheiden. In der Wirtschaftspolitik, in der Europapolitik, auch in der Migrationspolitik, in der Flüchtlingspolitik, überall muss sie klarer werden und auch mutiger vor allen Dingen. Denn das sind alles brisante Themen und da muss man sich einigen. Dazu gehört aber, dass wir uns innerhalb der Partei sehr viel besser noch verständigen, als wir das bisher getan haben. Meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft in der Pfalz. Ich hatte 4 Geschwister. In Rheinland-Pfalz gab es keine Lernmittelfreiheit. Ich konnte nur aufs Gymnasium gehen, weil die Straßenbahn über den Rhein nach Mannheim fuhr. Da gab es das. Und da habe ich als kleiner Junge irgendwie schon gemerkt, es darf nicht sein, dass das Fortkommen von dem Geldbeutel der Eltern abhängt. Das ist einer der Gründe, warum ich Sozialdemokrat geworden bin. Das Leben besser machen, dass das, was in den Köpfen der Kinder steckt, auch entwickelt wird. Bildung muss den Menschen ermöglichen, in ihrer komplizierten Welt, in der sie leben und die immer komplizierter werden wird, ihren Ort zu finden, ihren Beruf zu finden, sich in der Welt zu orientieren und sich auch zu freuen am Reichtum der Welt. Ich glaube, dass das Gefühl für Gerechtigkeit schon verbindet und auch das Gefühl für Weltoffenheit und dafür, dass wir mit anderen Menschen tolerant umgehen. Aber da gibt es Punkte, die sind noch nicht ganz klar. Dafür müssen wir sorgen, für Klarheit. Und wir sind auch diejenigen, die den sozialen Zusammenhalt am besten können. Wir wissen ganz genau, wir brauchen Stadt und Land, Jung und Alt, Arbeit und Umwelt, Deutschland und Europa. Nicht oder, wir sind eine Und-Partei. Das muss zusammengebracht werden, das kann keiner besser als die SPD. Deutschland wird in 10 Jahren hoffentlich befreit sein von sehr viel Mehltau, der sich in den letzten 10 Jahren angesammelt hat, wenn die SPD Deutschland wieder richtig mitgestaltet. Sogar meine Gegner sagen, eine Eigenschaft zeichnet mich aus, ich bin sehr verlässlich. I'm a Rock von Simon Garfunkel würde passen. Und Fels in der Brandung immer da, das machen, was man zugesagt hat. Dies steht für 2 Personen, die einander zugetan sind und die miteinander etwas vollbringen wollen. Die SPD ist eine richtige Wundertüte. Da ist so viel Verschiedenes drin. Männer und Frauen, Jung und Ältere, gemeinsam was zusammen hinkriegen, heißt die Vielfalt nicht klein machen, sondern groß machen. Dafür müssen wir beide sorgen, dafür wollen wir beide sorgen. Und fröhlich ist es auch. Ich freue mich am meisten auf die Begegnung mit Menschen. Die macht mir immer Spaß und gerade dann, wenn sie anderer Meinung sind, weil der Austausch von Argumenten ist das, was ich mein Leben lang furchtbar gern gemacht habe, aber auch, dass ich sie gerne begeistern möchte. Ich freue mich am meisten darauf, mit Gesine gemeinsam dafür zu sorgen, dass das Selbstbewusstsein wieder zurückkehrt. Wir haben gute Inhalte und wir sind so weit unter Wert momentan. Und viele leiden unter der Häme, unter dem Spott, der Kritik von anderen. Und dass eine selbstbewusste SPD wieder da ist und eintritt für die Dinge, die wir richtig finden.